Ja, hallo und herzlich willkommen zum 10. Part von Products 3 Multiplayer, den voraussichtlich auch letzten Part dieses Projekts, da es sowieso nicht so viele verfolgen und diejenigen, die Products 2 Multiplayer-Gefechte sehen wollen, finden, denke ich, auf YouTube auch genug andere Kanäle, die sich damit beschäftigen, beziehungsweise allgemein genug Videos dazu. Und ja, ich denke einfach, 10 Parts dazu reichen auf meinem Kanal. Und zum Abschluss haben wir auf jeden Fall einen 2 versus 2 versus 2 versus 2. Ich spiele mit der Schweiz, die erst vor kurzem neu das Spiel dazugekommen ist, genauso wie Piemont. Also man sieht, Colossus 3 wird auf jeden Fall noch weiterentwickelt. Wir spielen gleich mit einer riesigen Karte, das heißt viermal so groß. Die Anfangsressourcen waren, glaube ich, reich. Wobei 4000, 4000, 4000 nicht nach reich aussieht, sondern eher nach standardmäßig. Kann sein, dass sie es noch geändert haben. Ich habe sie gesehen. Auf jeden Fall eine Friedenszeit von 20 Minuten. Finde ich, hätte ich gesagt, auch nicht so toll. Und ja, wir spielen mit drei Trojaner zusammen, der Polen ist, okay. Wir warten noch darauf, dass alle klar sind. So, jetzt geht's los. Und ja, die Schweizer spiele ich zum ersten Mal, also mal gucken, wie die so sind. Immer noch mit kleiner Musik im Hintergrund, glaube ich, weil wir auch technische Probleme, aber davon lassen wir uns natürlich nicht abschrecken. Nehmen wir eine Stadt nach der anderen hier hoch. Eine Goldmine schon, ja, da. Mineralien waren, glaube ich, auf Mittel gesetzt. Als Karte haben wir, glaube ich, jetzt noch Mittelmeer und niedrige Berge. Also wird hier irgendwo Wasser sein. Die Schmiede sieht übrigens ziemlich cool aus. Oh, da nehmen wir ein paar Bauern raus. Hier 10 Mann könnte ich schon mal Lager ausbauen da hinten. Ich jetzt mal bei der Spiele beim Bauen. Hier würde ich sagen, ich gehe viermal direkt mal auf Holz, zweimal auf Stein, dreimal fünfmal auf Holz. Natürlich dahin. Deswegen gehe ich alle hier hin. Dann ziehen wir eine Kaserne hoch. Zwar da hinten. Dann nehmen wir die Verbesserung rein. Und euch mal dürft Nahrung sammeln. Und dann sieht das auch mal ganz ordentlich aus, wenn wir die Goldmine vergrößern. Es muss halt AFK zu sein, weil er noch gerade mal 3,6 Punkte hat. Und schlecht ist das Team schon mal ziemlich im Eimer, kann man sagen. Aber das ist nicht unser Problem. Wir bauen auf jeden Fall noch einen Markt hier hin. Und lassen die Goldmine voll besetzen. Scouten. Was hat unser Mitspieler so? Ja. Haut direkt muss die Tiere raus, okay. Ansonsten denke ich, haben wir erstmal einen soliden Start. Der steht ja einfach so oben. Darf auch gleich mal Holz hacken. Man dürfte eigentlich gleich mal noch eine Kaserne hinterher zimmern. Ich würde, wenn wir brauchen, ich würde 15 Holz. Können wir mal 1000 Kohle für raushauen. Apropos Kohle, können wir eine Kohlemine bauen. Das gleiche gilt für Eisen. Na, wird's was, ja. Okay, ja, gut. Hugo scheint tatsächlich auch gerade zu sein. Platzi hängt auch hier ziemlich hinterher. Sowieso hier schon ziemlich verdächtig aussieht mit den zwei Namen da, aber okay, hier haben wir auch mal Geniere raus. Das mangelt uns ein bisschen an Stein. Und die zwei Mann auf Stein rauf. Den Typ von mir ist nochmal auf Holz. Den von mir ist auch nochmal auf Stein. Jetzt haben wir mal 1000 Nahrung gegen Stein. Und dann bauen wir uns hier mal unsere Akademie. Hier ist auf jeden Fall das Wasser.
Okay. Ich brauche noch keine Zweigreserne für den Stall. Doch, da ist die Zweigreserne, okay. Ja, Stall ist nicht so verkehrt als Polen. Mehr Vögel, Husaren und so. Das ist ziemlich selbsterklärend, denke ich. Aber ansonsten, ja, wird ja das nächste Projekt, was dann Kodak 2 sozusagen beerbt, banished sein. Das hat ja meine Umfrage von vor ein paar Monaten mal beschlossen. Hat jetzt noch eine Weile gedauert, bis Kodak 2 zu Ende war, aber wie gesagt, es wird mit diesem Part zu Ende gehen. Wir verbessern natürlich mal unsere Pikiniere anständig. Was haben wir denn hier? Hellblau ist das Team mit 95 Punkten. Der scheint auch Polen zu sein, okay. Wissen wir das schon mal. Dass der so viele Punkte hat, macht mir ein bisschen Angst tatsächlich. Deswegen nehme ich relativ hinterher. Na gut, das ist auch noch eine Friedenszeit, also. Es sollte in der Theorie passen. Also ein paar faule Arbeiter, die können manchmal mithelfen, die Akademie hochzuziehen. Unsere Pioniere sind eigentlich ganz solide. Akademie haben wir auch gleich hochgezogen. Allgemein die Schweizer Gebäude und so. Sieht schon ganz cool aus. Zerjung hat das so bald. Nachfeldstahl vielleicht mal nicht schlecht. Erstmal eine Holzverbesserung. Weitere Goldmine wäre auch gerne gesehen. Ich vergrößere mir mal die Eisen- und Kohlemine. Ja, die Musik werde ich jetzt zwischendurch auch mal. Ich brauche mal Holz. Mal ein bisschen Kohle tauschen. So, jetzt weiter mal einen Stall hoch. Ich helfe den mal. Geht schon mal jemand da rein, ihr geht da rein. Ich schicke noch drei weitere Leute auf Holz. Die Sektoren können ja nicht mal vorne und hinten mal einen Turm hochziehen. Würde ich vorschlagen. Was unser Kumpel so, sieht auch ein bisschen scouten. Okay. Ansonsten ist er punkttechnisch uns weit voraus. Interessant, aber das erste Team hier punkttechnisch noch weiter voraus. Also sie scheinen unter den eigentlich am besten zu sein. Jetzt zieht er mal einen Turm hoch. Oh gut, scheint immer noch auf dem Kart zu sein. Das macht das Team hier unten ziemlich fertig. So, dann haben wir noch Verbesserungen weiter durch. Hier passen wir mal unsere Pioniere weiter. Die Stadt ist vielleicht fertig. Hier weiter verbessern. Hier gleich noch Verteidigung verbessern. So. Damit hätten wir uns erst 120 Mann. Mal dahin stellen. Im Stall haben wir mal Raguna raus. Der nächste Stall ist hier schon ein bisschen entfernt. So, machen wir gleich 7 Mann. Könnt ihr schon zwei Mühle da hinten hinzumachen. Sonst gibt es keine Verbesserungen, okay. Könnte natürlich auch einen Hafen hochziehen, das ist ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Wenn man in Betracht ziehen sollte. Während diese Goldmine mal vergrößern. Und hier schon mal einige Leute abziehen. So, easy Mann. Mal dahin. 15 Mal macht einen Abstecher, wirft man gegen die Mine. Der steht hier mal irgendwo zum Wasser. Das kostet eigentlich unsere Kaserne, 1200 Gold. Marktplatz, wir hauen mal anständig Kohle gegen Gold raus. Und Eisen. Und wir brennen wahrscheinlich Nahrung.
gegen Gold tauschen. So, wir brauchen den Turm hier fertig. Ihr Jungs, zieht den Hafen hoch. Und für die Zeit geht noch 10 oder 10 Minuten, okay. Es fehlt an Holz jetzt nicht mehr. Der Turm ist fast fertig, okay. Akademie, Akademie, nein, hier. Vorstellungsverfahren, Schäferreinigung, ne. Was mir eindeutig alles zu viel. Gold und wir haben den Turm verloren. Auch immer das gerade passieren konnte. So, wir brauchen immer noch mehr Gold. Und dafür richtig Nahrung raus. Das Haus 500 haben wir dann gleich. Und es ist mir auf jeden Fall richtig, wie wir gerade diesen Turm von irgendwo nachwasserlassen. Muss ich von unserem Gegner. Trotzdem, ich würde sich nicht einfach der Turm auflösen, das macht irgendwie keinen Sinn. Schön, dass der uns hier ausgeoutet, das haben wir da oben. Orange, also der Typ. Hat nicht so Frankreich. Hakuna, könnt ihr bitte mal schießen, danke. So, hätte ich hier eine Musiktiere gesehen. Hier oben hätte ich gerne eine weitere, bessere Verteidigung. Wir sehen. Von euch 13 Mann. Ich hätte eigentlich ganz gerne mal eine Steinmauer gesehen. Jetzt mal etwas zum Maprand hier unten gehen. Weil es schwierig wird, die Mauer hier rechtzeitig hochzuziehen. Die Geizung für eine Friedenszeit. Unwahrscheinlich. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Ja, weil es wichtig sein wird. Natürlich brauche ich gleich so eine Lücke hin. Ist ja ganz toll. Jetzt will ich auch gleich mal ein paar Bauern, ob die hier mithelfen. 27 Mann. Ich will jetzt übrigens mal dahin gehen. Hier sind die nächsten 120 Pioniere fertig. Die können wir weiter verbessern. Technisch haben wir noch dann schön hinterher. Das erste Team ist aber noch wahnsinnig. Gut, Hugo immer noch. Natürlich sage ich schon AFK. Mach ich natürlich. Damit ist Mike ja ziemlich alle am Ende. Oh, der Hafen ist fertig. Können wir ein paar Fürbote raushauen. Könnt hier. Kann ich auch gleich mit der Mauer anfangen. Kommt's aber nicht hin. Hier sieht's ganz okay aus. Geht hier zumindest mal vorwärts. Weniger als 3 Minuten Friedenszeit. Unsere Feuerkraft verbessern. Brauche ich hier gleich mal ein paar Häuser. Ziehen wir auch einfach mal ein paar hoch. Ja, über ein paar Häuser hochziehen. Nein, ich will keine Mühle für ein Haus, danke. Und hier auch weiterhin einfach mal das Getreidefeld drumherum. Nette Wohnsiedlung. Ja, heute mit ein paar Feldern. Warum auch nicht? So. So, wir können wieder zurück. E5. Vielleicht mal auf Holz gehen. Nein, geht besser auf Stein. Mit E4 kann ich auf Holz mal gehen. Was hat man zur Mauer? Oha.
Schon fertig. Mit 40 Bauern hier mal hochgezogen. So, gleich das nächste Stück hochziehen. Sieht's hier oben aus, naja. Geht so. So, gleich mal als das Riedepot hochziehen. Dafür brauche ich mal den 1000 Stein, das haben wir nicht. Könnte man die Abbaueffizienz erhöhen. Besonders mit den Steinen. Wir ziehen das Artillerie-Depot hoch. Die Zeit ist mir übrigens vorbei. Mikey wird fertig gemacht, so wie es aussieht. Das war allerdings zu erwarten. Und Spiel hat schon sich für Sacken-Söldner und sonst was alles. Ich sehe ja noch relativ schockig aus. Eine Mühle, der baut eine Mühle. Warum immer der Typ bei uns eine Mühle baut. Wir ziehen ihn auch relativ schnell hoch. Das ist erfreulich. Das sind die Angriffswerte hier ebenfalls. Teil und Zelle muss die Tiere erhöhen. Ja, neue Werften. Also Redepot fertig. Wir sagen hier, dass mal einer. Dass das reicht. Wir brauchen nicht so viele Bauern mehr. Dieser Hafen, oh man. Bitte mal ein paar Yachten hochziehen. Zwei Stück. Ein paar, naja. So Jungs, ihr müsst schneller werden. Die Mauer ist nämlich noch nicht fertig und ich sollte eigentlich schon fertig sein im Idealfall. Warum seid ihr eigentlich nur noch 39? Ihr müsst eigentlich 40 sein. Sie nicht verstehen. Da oben rückt der orange Spieler an mit Dragonen 18. Jahrhundert, Pekinieren. Ja, wir ziehen mal hier, euch hier rüber. Junge, Junge, was tut denn hier alles an? Ich muss hier da oben. Und allerdings auch ordentlich rein. Ja. Auch massiv rein, so. Aber ist fertig. So schnell den Rest fertig machen. Ups, hat er hier ein Stück. Das dürft denn ihr drei Mann hier machen. Ups, aber man kann nicht zubauen, das ist natürlich genial. Oh mein Gott. Da kommt viel Glosan und will dann alle unsere Bauern und die Mauer seid ich fertig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ganz schlecht. Oh, schnappt euch die Flügelhusaren. Die einfach zu schnell sind. So viele Bauern verloren. Oh Gott, läuft das gut. Okay. Einfach hier alles hinziehen. Oh je, oh je. Ja. Wir werden überrannt. Wir werden sowas von überrannt. Wir werden sowas von überrannt. Oh je. Ja, unsere Nahkämpfer haben es halt nicht mal den Nahkampf mehr geschafft. Wir werden einfach sowas von zusammengeschossen. Kanonen haben es auch dabei. Ja. Mike lebt dann auch, ist interessant. Ja, aber wie gesagt, wir werden auch hier hinten von den Flügelhusaren gerade mal fertig gemacht. Wir werden militärisch fertig gemacht. Eieiei. Ein paar billige Söldner töten uns easy. Ist klar, Bauern. Wir flüchten. Wir flüchten unseren polnischen Freund. Ich dürfte nochmal angreifen. Ich komme zwar später, aber kommt immer hin. Ich hoffe allerdings auch noch einen kleinen Teil zu vernichten.
20 Stellen vielleicht mit da oben an, die einfach abzulenken. Ja, wir töten immer noch ein paar Feinde, aber ist trotzdem schwierig. Jetzt mal kein Stein haben, aber das Marktplatz, ja. Also Gold. Hier der immer Stein. Ich will hier massiv Bauern. Und bauen da oben bitte mal unser Rathaus auf, danke. So, hier wollte ich Video sammeln, vernichtet. Tja, unser Hauptsiedlung ist auf jeden Fall gefallen. Damit hängt jetzt ein Eitrojaner, dass er jetzt die Feinde aufhält, wir uns wieder aufbauen können, dann sollte hier noch eine Chance. Lustig ist immer noch, dass Mike lebt, weil die im Einsatz hier auch einfach mega krass drauf ist. Punkte technisch, sollte man mal so sagen. Aber hey, wir haben auch noch 67 Punkte, sind dadurch besser als Mikey. Das ist halt relativ witzig. So, wir haben jetzt hier eine Schmiede hoch. Jetzt hier eine Akademie hoch. Zieht die Mühle hoch. Wunderbar. Hier mal einen Stall hochziehen. Und dann sollte ich mir das mal mit Pyramiden besetzen. Lagerhaus bauen und weiß ich was ich nicht alles. Zum Beispiel eine Goldmine, die umgesetzt ist. Zumindest nicht im näheren Umkreis, okay. 17 Mann dürfen Holz sammeln. Hier 13 Mann dürft Steine kloppen. Ich würde also Feuerkraft erhöhen, machen wir einfach mal. Ja, blöd, dass wir unsere Kaserne hier nicht verloren haben. Brauchen wir nämlich so viele Rohstoffe. Um eine neue Kaserne zu bauen, aber lustig, dass wir die schießen, dann besteht vielleicht auch noch Hoffnung. Ja, das hat mir mal dauerhaft auf ein paar Truppen rauskommen, einfach wo wir es können. Jetzt müssen wir hier einen zweiten Stall, können wir Dragoner bauen. Können hier mal massenweise Türme hochziehen. Weil auch immer gerade diese Goldmine explodiert ist. So, Jungs, ihr könnt vielleicht auch nochmal einen Turm bauen. Und zwar da. Kohlemine mal verbessern. Baut mal einen Marktplatz. Ja, also unsere Bauern werden jetzt hier irgendwie beschäftigt. Können wir jetzt zumindest mal eine Mini-Wirtschaft hier wieder aufbauen. Hier haben wir eine Kaserne verloren, das ist gut. Tatsächlich. Oh, das haben wir auch gebaut, so. Brauchen wir also mehr Gold und mehr Steine. Ja gut, die Mauer kostet uns hier halt Steine, das ist nachher vielleicht gar nicht so clever gewesen. Weil wir halt auch kein Gold haben. Wir da wieder eine Mine hochziehen können. Immerhin etwas, so, hier geht auch nochmal auf Stein. Ich meine, wir sind trotzdem faktisch tot. Aber wir haben jetzt noch einen Eitrojaner, der uns ein bisschen schützen kann. Trotzdem nur eine Frage der Zeit, bis wir vernichtet werden. Ich könnte mit ganzen 7 Dragonen das jetzt unterstützen, wow. Viel Kämpfer Söldner, haut ja auf jeden Fall jede Menge raus. Unsere Beginiere kommen ja richtig weit, das ist ja der Wahnsinn. Die Türme sind gleich fertig, okay. Goldmine mal unbedingt verbessern. So, was haben wir hier? Unser Fischer lebt unser Hafen eigentlich noch, ja, tatsächlich. Der gehört uns sogar. Den Schiffen kann ich mal ein bisschen umspannen. Seinen Yachten. Das ist hier auf jeden Fall sehr gut. Wir haben unsere letzte Kaserne verloren. Das Turm ist fertig, aber wir können hier wieder eine Kaserne hochziehen. Praktisch.
dann schauen wir mal hier lang. Das setzt mir glaube ich wieder über eine halbe Stunde, wo wir eigentlich faktisch tot sind, aber trotzdem. So krass, dann kann man einfach ein bisschen hier rauszuhauen. Ich guck mal nach oben. Weil die ja auch gleich nach hier schicken können. Ich frage trotzdem, machen wir von oben angegriffen hin, weil das reicht wenig. Außer unsere Türme. Naja, bauen wir mal noch mehr Türme hier oben hin. Wenn wir denn genug Stein dafür zusammenbekommen. Was schon etwas problematisch ist. Öffentlich bräuchte man eigentlich auch mehr. Tja. Das sind ja nicht Eisen, 20 Stück. Wir wollen Eisen wieder, was wir sehen inzwischen alles. Interessant. Also verbindet, dass ich jetzt entsprechende Forschung hat. Die sind mega krass drauf. Theoretisch auch lustig, dass die da oben noch relativ gut leben. Jetzt My Team seit 42 Punkten hier. Wird er eben immer Bogenschützenhütte. Hugo, wie gesagt, ist immer auf Karte, hat die was gemacht. Da oben, eieiei. Mehr war viel Kanonen, der Franzose hier. Mhm. Das sind feindliche Schiffe, die kann man nicht mal angreifen. Also aus Prinzip. Sonst ist das sogenannte Mittelmeer hier relativ unwichtig. Gut, das werden unsere Schiffe wohl kaum schaffen, die niederleeren. Wir können ja mal auf die Bauern schießen. Da ein bisschen was töten, das ist deutlich besser als niederleeren. Sinnlos was zu machen. Da sind Truppen. Wir töten können, muss die Tiere vom 18. Jahrhundert bereits, oh je. Oh je, oh je, wir gucken noch in Pikini des 17. Jahrhunderts rum. Sieht man schon Qualitätsunterschied, wir bauen immer einen Stall noch. Was auch immer unser Turm geschossen hat. Oh, schön bewiesen. Sehr gut. Haben wir da mal ein bisschen Schaden gemacht. Jawohl, ich hab die Flügelhusaren, jawohl. Das heißt nichts. Trotzdem bitte, dass ich nicht mal 50 Punkte hab. Die Jungs, die wollen sie weiterbauen. Könnt ihr warum auch immer. Irgendwie nicht. Egal, dann baut ihr mal da einen neuen Turm. Die Bikini-Rampe jetzt hier am Start. 38 Stück. Auch nicht unbedingt die Welt. Ist der zweite Stall mal fertig? Nein, ist er nicht. Tja. Ich will hier mal ein paar Bauern raushauen. Ich muss sagen, dass ihr da helfen sollt. Ja, hier versammeln sich unsere Feinde zum letzten großen Angriff, so wie es aussieht. Wenn unser Verbündeter hoffentlich nicht da oben angreift. Wäre nämlich ziemlich dumm und unnötig. So, wir haben einen zweiten Stall hochgezogen. Hier mal Dragoner raus. Können die Brüder mal verbessern. Können wir noch eine Kaserne bauen. Theoretisch ja, wenn wir das Gold hätten. Ja, wie gesagt, wir sagen uns mal das Gold. Gut, noch ein bisschen Goldpreis, aber können uns eine zweite Kaserne. Können unsere Pikiniere mal verbessern. Und ja, die versammeln natürlich 18 ist auch noch teilweise dabei. Kriegt euch hier wegen Kanonen und so ein Kram. Und wir sind hier, ja.
eher schlecht als recht aufgestellt. Unsere Kunde können wir mal eine Formation bilden. Der sollte vielleicht mal all seine Truppen hier sammeln. Halt von da oben. Und erstmal können wir VP-Sicht halt auch sammeln. Ja. Gut, wir werden halt ziemlich zerstört werden, aber bis dahin spielen wir natürlich trotzdem weiter. Sollten wir unsere Feuerkraft erhöhen. Ich hoffe, lassen hier mal muss ich Tiere bauen. Wir meinen hier so ein paar Türme wären ja durch auch nicht schlecht. Hier so als Faust der Front. Ein Sand oben. Bauen wir einfach mal. Tja. Können so Dragoner weiter verbessern. Ich meine, greifen wir jetzt an, bevor wir unseren schönen Turm fertig gebaut haben. Ist ärgerlich, sonst haben die Drohne noch nicht mal angefangen zu bauen. Tja Jungs, auf geht's. Im letzten entscheidenden Kampf war ja die Flügelhose können wir ganz gut aufhalten tatsächlich. So eine Tarkona geht's auch gut, aber die werden noch nicht mal erreicht. Jetzt werden sie allerdings erreicht, jetzt haben sie natürlich ein Problem. Oh Gott, die Flügelhose überrennt es einfach. Und den Rest hier mal abgesehen nehmen, wenn auch ein bisschen mit mitmacht, aber ja. Oben werden auch nicht angegriffen, okay. Gut, hier mal alle Truppen im Zentrum sammeln. Was wir so haben. Und ich habe mich schon gesehen, wie ich Türme aufgebaut habe, natürlich auch schlecht. Ich meine, wir werden natürlich trotzdem überrannt, wenn es nicht, aber wir können zumindest versuchen, unser kleines Eiland hier noch zu verteidigen, so ein bisschen. Ich versuche es immer noch ein bisschen zu halten. Jetzt wieder ein Eisen, klasse. Moment. Nahrung hier tauschen. So Jungs, auf geht's. Kein Bauer erstaunlich lange, sich hier durchzukämpfen tatsächlich. Oh, was ja auch. Das ist 18. Jahrhundert schon. Nicht schlecht. Ja, jetzt ist ja erreicht und sich leichtfertig gemacht. Hier unsere Heldenhafen-Soldaten. So, unsere Türme schießen auch ein bisschen mit. Wir wollen unsere allen auf unsere Daten kämpfen. Bis zum letzten Mann. So wie ich das gehört und dann wird dieses Video mit wohl knapp 45 Minuten enden. Ein auf jeden Fall sehr langer letzter Part. Aber ja, yes, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und ja, schaut mal auch die anderen Let's Plays auf diesem Kanal an und freut euch auf Banished. Und ja. Ich würde sagen, das war's mit Kurzax 3. Bis dann. Ciao.